Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Freie Demokraten stehen für Freiheit und Menschenrechte weltweit. Und dass es bei dieser Aufgabe noch viel zu tun gibt, das zeigt im Moment der Blick in den Osten unseres Kontinents. In Weißrussland fälscht ein Diktator schlichtweg die Wahlergebnisse und sperrt Oppositionelle ein. Und in Russland werden Oppositionelle sogar vergiftet, wie Alexei Nawalny, der wenige hundert Meter von hier in der Charité um sein Leben ringt. Immer wenn solche Dinge passieren, dann reden wir darüber, wir sprechen über Sanktionen, wir verurteilen das. Aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass sich wirklich etwas verändert, weil es immer und immer wieder passiert. Deshalb haben wir uns zu den Freien Demokraten jemanden eingeladen, der wirklich viel von den Verhältnissen vor Ort versteht. Wladimir Karamursa ist selber ein russischer Oppositioneller. Er hat den ermordeten Boris Nemtsov beraten und ist selber schon mehrfach Opfer von Giftanschlägen geworden. Wladimirs Rat war relativ eindeutig. Er sagt, Sanktionen gegen die Länder kann man verhängen. Aber die Hintermänner sind meistens so mächtig, dass sie persönlich keinen Nachteil davon verspüren. Deshalb sagt er, wir brauchen individuelle Sanktionen. Leute, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, müssen individuell Sanktionen erlernen. Deshalb wirbt er dafür, dass wir in Deutschland eine sogenannte Magnitsky-Gesetzgebung einführen. Das heißt, dass wir die Konten dieser Menschen einfrieren, wenn sie in Deutschland sind, dass wir ihnen die Einreise verweigern, weil das Spiel ist immer das Gleiche. Die plündern ihre Heimatländer aus, um dann das Geld hier in Europa anzulegen und die Freiheiten zu genießen, die der Westen bietet. Und wenn wir ihnen das wegnehmen, dann üben wir wirklich Druck auf diejenigen aus, die Verantwortung tragen. Das sollten wir in Deutschland und auch in ganz Europa tun. Und das haben die Freien Demokraten beschlossen. Wenn euch diese Folge Espresso gefallen hat, schreibt uns eure Anmerkungen. Wenn euch was nicht gefallen hat, gerne auch. Wenn ihr eine andere Meinung habt als wir, könnt ihr uns auch natürlich gerne schreiben. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Ach, eins habe ich noch. Norbert Fleck schreibt uns regelmäßig. Er hat natürlich mit einem Recht. Hier passt nicht nur ein doppelter, sondern ein sechsfacher Espresso rein. Den braucht man bei dem Job hier aber auch, weil es Koffein für mich leider noch nicht intravenös gibt.